Seit knapp einer Woche ist Windows 365 auf dem Markt. Am Anfang war ich sehr gehypt, zum Release dann wiederum nicht. Jetzt hat sich das wieder ein wenig geändert. Jetzt ist es so ein wenig im Mittelmaß. Vorbereitet habe ich für euch jetzt einmal, dass wir uns die Internetanbindung gucken, die wir mit der virtuellen Maschine bekommen. Dann so ein paar Performance-Dinge wie Microsoft Teams und auch Premiere Pro. Und dann gehen wir auch nochmal auf Alternativen ein, beziehungsweise auch, was machen wir denn, wenn wir das Ganze kostenlos testen möchten? Funktioniert das überhaupt noch? Und ein wenig auf die Auslastung der Maschine. Beginnen werden wir einmal mit einem Speedtest. Denn wir bekommen auch ein wenig Bandbreite von Microsoft geschenkt. Und die hat es schon ziemlich in sich. Und deswegen starten wir einfach mal den Speedtest und schauen uns an, was das Ergebnis ist. Generell läuft die virtuelle Maschine bei mir noch ein wenig hakelig, nicht ganz flüssig, nicht ganz performant. Das sehen wir jetzt in dieser Übersicht auch ein wenig, ja, sogar ziemlich extrem. Jetzt hat sich sogar der Browser aufgehängt. Moment. Ich habe nochmal einen neuen Browser geöffnet, diesmal im privaten Modus. Schauen wir mal, ob es jetzt im zweiten Durchgang ein wenig besser läuft. So, und da sehen wir schon mal die ersten Zahlen. Und schon wieder ein Problem, okay. Alle guten Dinge sind drei. Aber bei den ersten Zahlen haben wir halt schon gesehen, dass da ordentlich Power dahinter ist. Da sehen wir es wieder, aber es ruckelt ein wenig. Es hakt. Bei meinem ersten Test konnte ich auf jeden Fall so um die 300 bis 400 Mbits erreichen. Und der Upload war sogar deutlich besser. Der war bei 800. Dann habe ich Folgendes getestet. Wenn ich bei YouTube so bis zu 15 GB Videos hochlade, dauert das im Regelfall 2,5 bis 3 Stunden. In der virtuellen Maschine habe ich das auch versucht, allerdings mit einer 20 GB Datei. Die war nach 20 Minuten hochgeladen. Also deutlich schneller, deutliche Zeitersparnis. Also was wir hier internetmäßig bekommen, ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Das Problem, was wir jetzt allerdings live in der Aufnahme gesehen haben, habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Von daher, es läuft alles noch nicht wirklich flüssig und reibungslos. Ich öffne jetzt hier einmal den Task Manager. Sobald ich anfange, irgendwas zu machen, ist die CPU im Regelfall zu 100% ausgelastet. Der Arbeitsspeicher ist auch immer recht dicht und ausgelastet. Ich habe hier allerdings eine sehr kleine und sparsame Maschine mir ausgesucht, weil die A natürlich am günstigsten ist und auch B, weil die meisten sich eher im unteren Regiment befinden werden. Deswegen habe ich diese Maschine einmal gewählt. Ganz am Anfang hatte ich noch mehr Performance-Probleme gehabt. Die werden jetzt von Zeit und Zeit immer besser. Die Maschine läuft flüssiger, stabiler, vernünftiger. Ganz einfach aus dem Grund, am Anfang will jeder natürlich testen, wie funktioniert das, läuft es performant, was kann ich hier alles machen, und das schläft jetzt nach und nach ein wenig ein. Doch springen wir einmal in Microsoft Teams und auch hier müssen wir wieder kurz warten. Microsoft Teams ist hier genau dieselbe Desktop-Applikation wie zum Beispiel in einem Citrix. Dort habe ich auch ein abgespeckteres Volumen von den Funktionen her. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Einstellungen gehen, dann haben wir hier erst einmal so gut wie alles zur Verfügung. Bei den Geräten sehen wir jetzt allerdings, dass das Audio durchgeschleift wird, die Webcam hier zum Beispiel nicht. Die habe ich noch nicht fertig eingerichtet und konfiguriert. Die steht mir aktuell nicht zur Verfügung, aber ansonsten haben wir hier so die gängigen Citrix-typischen Dinge, die wir auch in den anderen virtuellen Maschinen sehen und kennen. Also da haben wir jetzt keinen großen Unterschied. Allerdings sieht das jetzt hier in einem Termin ein wenig anders aus. Ich springe einmal direkt rein in diesen Termin. Mikrofon brauchen wir nicht. Zwei Personen warten auch schon bereits auf uns und dort müsste, genau, die Kamera läuft hier auch schon und wie man sieht, die Qualität ist nicht ganz so gut
Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen mit den Händen bewege, das ist auch ein wenig zeitverzögert, allerdings sind es nur ein paar Sekunden, was vollkommen in Ordnung ist. Aber wir haben jetzt hier auch nur zwei Webcams eingeschaltet. Wenn es mehr werden, wird die Performance auch leiden, genauso wie die Qualität der Darstellung der Bilder. So wie auch unser Citrix zum Beispiel. Allerdings haben wir hier nicht das Problem, wenn wir uns einwählen, dass wir dann mehrere Sekunden warten müssen. 2, 3 Sekunden sind auch noch ganz okay. Ist bei den meisten Desktop-Applikationen im lokalen Betrieb genauso, also keine Besonderheit. Allerdings, wie man jetzt hier sieht, haben wir schon Einbußen im Funktionsumfang. Das haben wir auf anderen virtuellen Maschinen genauso. Von daher haben wir hier, ja, es funktioniert. Mit wenigen Teilnehmern können wir auf jeden Fall eine Videokonferenz durchführen und dieser Zeitverzug von 2, 3 Sekunden ist auch absolut hinnehmbar, gar kein Problem. Wir haben es allerdings auch mit mehreren Personen getestet und ja, ab 5 Personen fängt es langsam an, problematisch zu werden. Wenn ihr in einem Call seid, wo unbedingt eine Webcam erforderlich ist oder ihr irgendwie was sehen müsst, beim Bildschirmteilen ist das okay. Wenn eine Person einen Vortrag hält, ist das auch okay. Wenn ihr aber eine Diskussionsrunde mit mehreren Personen macht, dann wird es auf jeden Fall Probleme geben und Einbußen in der Performance. Es sei denn, ihr nutzt den Spotlight oder ihr heftet euch nur eine Person an, dann könnt ihr das Ganze geschickt überbrücken und ausnutzen. Dann funktioniert das auch. Ganz am Anfang waren die Probleme mit Microsoft Teams deutlich mehr, deutlich gravierender und deutlich häufiger. Das wird jetzt immer besser, immer stabiler. Und da wir hier auch keine Grafikunterstützung haben, würde ich das auch fürs Erste als in Ordnung ansehen. Hier haben wir es nochmal. Also die CPU ist eigentlich immer gut unterwegs, Arbeitsspeicher auch. Und wie man jetzt hier sieht, haben wir hier keine Grafikkarte. Heißt, sobald es grafisch anspruchsvoll wird, erreicht diese virtuelle Maschine ihre Grenzen und kann nicht mehr wirklich performen. Wirklich sehen können wir das jetzt in Premiere. Ich werde einfach mal hier auf Play drücken. Hier in dem Bereich sehen wir schon, wie die Zeit anhält, hin und her springt und nicht wirklich flüssig läuft. Yeah, I just want to take a step back. Und im Hintergrund habe ich auch noch ein bisschen Second. die Tonspur laufen. Und auch an dem Ausschlag sieht man, dass das hier überhaupt nicht flüssig läuft. Und hier die Zeit auch immer hin und her springt, genauso wie hier dieser Pegel. Also Premiere ist jetzt natürlich auch ein sehr gewagtes Beispiel, weil das natürlich auch ordentlich Power frisst und benötigt. Aber hier ruckelt es massiv. Also hier in dieser virtuellen Maschine kann man mit dem, was ich jetzt hier freigeschaltet habe, auf gar keinen Fall vernünftig Videos schneiden oder bearbeiten. Das funktioniert nicht. Und Microsoft Teams, wie gesagt, wenn ihr wirklich mehrere Personen habt, wenn ihr viel Inhalte teilt, wenn es grafisch anspruchsvoll wird, dann werdet ihr dort definitiv auch an eure Grenzen stoßen. Gibt es Alternativen zu Windows 365, wo ich zum Beispiel eine Grafikunterstützung habe? Ja, das ist der Azure Virtual Desktop. Und hier müssen wir mal eben auf die Preise gehen. Hier müsste das gleich sein. Genau, hier haben wir verschiedene Maschinen. Und gleich sehen wir hier auch irgendwo, hier ist es, Grafikarbeitsplatzstation. Das ist ein Arbeitsplatz. Hier sehen wir es auch schon von den CPUs. Es ist auf jeden Fall eine Powermaschine, auch hier vom Arbeitsspeicher. Hier ist ordentlich Dampf dahinter. Hier haben wir auch eine Grafikunterstützung. Und bei dem guten Stück hier sollte es auch keine Probleme mit Teams oder auch zum Beispiel mit Premiere-Produkten geben. Bei Citrix funktioniert das Ganze auch. Da muss ich auch aufrüsten und ein wenig Geld investieren. Dann funktioniert das Ganze auch. Auch gar kein Problem.
Ihr müsst euch dann halt entscheiden, wofür brauche ich die virtuelle Maschine? Brauche ich sie wirklich nur für die normalen Bürotätigkeiten, sage ich jetzt mal? Oder wollt ihr wirklich grafisch anspruchsvolle Dinge damit machen? Und Microsoft Teams gehört leider aktuell auch noch dazu. Vielleicht ändert sich das mit dem 2.0-Client von Microsoft Teams, so dass wir dann nicht unbedingt so eine Powermaschine brauchen wie hier. Müssen wir ein bisschen abwarten, bis es dann soweit ist. Die geschätzten Kosten können wir uns auch einmal anschauen, damit ihr wisst, worüber wir da preislich reden. Das sind jetzt Dollarpreise, gehen wir mal auf Euro. Und das ist jetzt eine monatliche Hausnummer, die wir hier haben, allerdings auch für 100 User. Dennoch sind wir hier dann bei ca. 323 Euro pro Arbeitsplatz. Wir haben hier ein Stundenkontingent. Wenn wir mit der Azure Subscription arbeiten, zusätzliche Lizenzen haben. Also es gibt da gewisse Entwicklerlizenzen, wo man dann auch ein bisschen Rechenleistung von Microsoft pro Monat bekommt, zählt das auch noch mit hinein. Wenn ihr ein recht großes Unternehmen seid und dann einen Ansprechpartner habt, lassen sich die Kosten theoretisch auch nochmal drücken. Aber das ist erstmal so die erste grobe Hausnummer. Das ist aber auch, wie gesagt, eine Maschine, mit der ihr dann so gut wie alles machen könnt. Wenn ihr selber einmal die Windows 365 Maschine testen wollt, funktioniert das leider nicht mehr, denn ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, hier sehen wir es jetzt, selbst wenn wir die kleinste Maschine nehmen, die 30 Tage Testphase, die wir normalerweise für eine Lizenz von Microsoft haben, funktioniert für Windows 365 nicht mehr. Ich nehme mal an, dass zu Release der Ansturm so hoch war und selbst diese kostenlosen Lizenzen nehmen sehr viel Rechenkapazität von den Servern in Anspruch. Und wenn wir sehr, sehr viele User haben, die das einfach nur testen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf diejenigen, die sich die Lizenzen kaufen. Die werden dann natürlich auch unter dem Ansturm leiden. Von daher, für den Moment bin ich doch etwas positiver überrascht als ganz am Anfang. Wie gesagt, mein Fokus lag auch auf Microsoft Teams. Da haben wir durchaus die Möglichkeit, mit wenigen, ich sag mal mit einer Handvoll Personen, ein Videocall durchzuführen, ohne dass wir da groß Probleme haben. Wenn es mehr als 5 Personen sind, werdet ihr aber auf jeden Fall früher oder später Probleme haben, massive Einbußen bis hin zu massiven Lags und dass ihr dann auch eure Teilnehmer nicht wirklich verstehen könnt. Von daher haben wir da so ein kleines Gap ab 5 Personen plus, sage ich einfach mal, nehmen die Performance-Probleme auf jeden Fall zu. Und das soll es auch schon fürs Erste gewesen sein. Also eine Woche habe ich das Ganze jetzt getestet. Wofür ist Windows 365 gedacht? In erster Linie für kleine mittelständische Unternehmen. Denn wie wir eben zum Beispiel bei Azure Virtual Desktop gesehen haben, da haben wir halt sehr große, umfangreiche Lizenzpakete für größere Unternehmen, die dann wirklich auch A, die Power für die Maschinen brauchen und B, auch eine gewisse Größe erreicht haben, weil wir jetzt nicht sagen können, ich nehme jetzt einfach mal nur eine virtuelle Maschine für eine Person. Deswegen Windows 365 eher für kleinere Unternehmen, der Virtual Desktop von Azure für große Unternehmen, Konzerne in der Hierarchie, in der Größenordnung ungefähr. Und der Vorteil von Windows 365 im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, einem Citrix ist auch noch die Administration, denn wenn wir jetzt hier einmal ins Admin Center springen und hier in den Endpoint Manager reingucken, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, über Richtlinien zu gehen, über Richtlinien zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, hier ein paar Dinge zu konfigurieren, zum Beispiel zu sagen, wenn einer die Windows 365 VM nutzen möchte, muss er bestimmte Richtlinien erfüllen, bestimmte Kriterien erfüllen. Auf einer, ich sage jetzt mal plump, Windows 95 Maschine würde das dann nicht funktionieren. Dort hätte die Person dann auch nicht die Möglichkeit, sich überhaupt in ihr Konto anzumelden. Deswegen haben wir hier verschiedene Richtlinienpakete, die wir erstellen können, die greifen.
Wir haben auch die Möglichkeit, über den Authenticator eine Authentifizierung durchzuführen. Das heißt, wir benötigen nicht noch zusätzlich ein Produkt, um uns zu authentifizieren, wie es auch teilweise bei anderen virtuellen Maschinen der Fall ist. Und ich kann hier auch sehr viel administrieren und einstellen. Zudem habe ich auch noch den Vorteil, ich werde hier über Microsoft ein Stück weit abgesichert. Mit dem Defender habe ich mittlerweile ein schönes Paket bestehend aus Firewall, Antiviren, Scanner, Trojanerschutz und alles das, was man auch so mit einem handelsüblichen Virenscanner hat. Also am Ende des Tages ist es eigentlich nur ein Rechenbeispiel. Was kosten mich andere virtuelle Maschinen? Welche Produkte sind dort enthalten? Was kostet mich zum Beispiel ein Windows 365? Was würde ich auch im Umkehrschluss sparen, wenn ich mich dafür entscheide? Und unterm Strich steht halt bei beiden virtuellen Maschinen eine Zahl und ich entscheide mich dann für die, die mir am besten gefällt. So viel zu Windows 365. Ich werde es auch noch ein wenig weiter begutachten. Wie bei allen Microsoft-Produkten ist es so, heute haben wir jetzt den Stand, den ich euch eben grob gezeigt habe. In der nahen Zukunft werden wahrscheinlich weitere Dinge hinzukommen. Vielleicht kommt ja auch eine Grafikunterstützung dazu oder der zukünftige Microsoft Teams Client wird nicht mehr so grafikintensiv werden, sodass es dann zum Beispiel auch unter Windows 365 funktioniert. Oder vielleicht geht ja auch Microsoft den Schritt, irgendwann in der Zukunft Windows 365 und Azure zu kombinieren, in ein Produkt zu verpacken. Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Aber so wie bei Microsoft Teams, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Stand, den wir da vor 2-3 Jahren hatten, ist es auf jeden Fall schon ein deutlich anderes Produkt. Das wird sich jetzt auch bei Windows 365 zeigen. Wir müssen halt nur ein wenig Zeit einplanen, das genauer verfolgen und schauen, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickelt und natürlich auch, ob da noch mehr Mehrwerte reinkommen, mehr Möglichkeiten zu administrieren und zu verwalten oder ob alles so bleibt, wie es jetzt ist, kann ich mir persönlich aber nicht wirklich vorstellen.